Hallo Daniele, hey, super cool. Endlich bin ich mal wieder in Bella Italia. Es ist wunderbar. Und hier zu sein, natürlich jetzt in ein bisschen schwierigen Umständen. Ja. Und wir fangen jetzt einfach mal mit der guten Nachricht an. Ich sehe hier eine Stone. Ja. Die habe ich ja das erste Mal auf der Host gesehen. Das war Ende Oktober. Ja. Und seitdem hat sich ja einiges verändert. Kannst du da ein bisschen was dazu sagen? Ja, ja. Erstmal, was ist das gute Nachricht, ist, dass wir haben beim Ende angefangen mit unserer Produktion in April. Ja. So fangen wir an jetzt in Europa erstmal und dann das Rest von der Welt. Und von damals, klar, auf die Messe, da waren die ersten Prototypen, aber jetzt die Maschine ist definitiv und ich möchte euch etwas neu zeigen, okay, ein paar Kleinigkeiten. Und als gesagt, Produktion ist angefangen, die ersten zwei Modelle, so schwarz und grau, sind schon in ein paar Märkte, haben das schon bekommen und dann ab von nächstes Monat, so Juni, mittlerer Juni, kommen die ganzen anderen Modelle. Wow. So Edelstahlmodelle mit satinierte, graue, grüne. Sehr schön, sehr schön. Und ich habe schon richtig Nachfrage. Also das wird bestimmt ein cooles Produkt, weil es nicht so teuer ist und auch klein ist. Ja, ja, ja. Kompakte Maschine. Klar, keine Kompromisse in das ganze Espresso-Seite. Ja. So, die Gruppe ist immer über 3 Kilo. So ist ziemlich riesen. Mit einer Kartusche, so eine extra Heizung, damit die sagen wir so, das Zeit zum Aufheizen Zeit ist viel schneller. Ja. Und aber jetzt können wir verschiedene Zusammen sehen. Ja, okay, ich gehe auf die andere Seite. Und genau, ich guck mal hier. So, klar, die Maschine kommt in seine ey, cool. Sack, schwarzer Sack, okay. Und hier? Dann, jetzt bauen wir zusammen. Unplugged. Ja. Unplugged. Erstmal fangen wir an mit, die heißen Slabs, okay. Slabs. Das ist der, ja. Die hier. Ja, jawohl. Und habt ihr die Möglichkeit mit die A, B, okay. Ja. Dann könnt ihr dann die Maschine, die Seitenblech bauen. Ah, cool. Okay. Super. Dann kommt die untere Seite, auch B, B mit B. Ja, und A. So. Jawohl. Hey. Dann kommt. Dann müssen wir weiterarbeiten. Ja. Ist noch nicht genug. Wow. Hey, das ist ja kommt die rechte richtig Seite. Cool. Okay. Ja, und ich wieder B. Ja, okay. Da. B. Dann haben wir Zack. B hier unten. Ja, also das ist ja wieder dauert cool. Ein bisschen langer, aber ist wie ein bisschen beim Lego spielen, oder? Ja, ja. Yeah, cool. Ha. Und jetzt? Ja, in der Version grau, es geht bald. Jawohl. Zack. Boom. Die Maschine ist bald ready to go. Okay. Dann fehlt noch eine Kleinigkeit vorne. Das ist der Reservoir. Ah, so macht man das. Ja. Sehr ganz schön. Einfach drücken auf die Hinterseite und dann der Deckel kommt raus. Und dann, klar, unser... Sieht man ein bisschen? Ja. So, weil am Anfang geht es etwas schwieriger, weil hier dieser Dichtring natürlich Adhäsionskräfte hat. Ja, ja. Jetzt haben wir cool. Und dann die letzte Sache. Kommt darf man hier auch Wasser einfüllen? Oder? Ja, absolut. Müssen wir. Das ist ja echt cool. Wie viel passt in den Wassertank rein? Ungefähr wie viel Liter? 1,2 Liter. Ungefähr. Okay. Ist ein bisschen mehr, aber brauchen wir immer ein bisschen davon rein. Okay, dann klar haben wir die. Die Abbruchschale jetzt ist komplett in Edelstahl und die untere Seite kann man das auch rausnehmen und Wasser. Okay. So, beim Blech ist die längere Kante kommt nach hinten. Hinten, richtig. Ja. So. Geht. Super simpel. Okay. Dann machen wir auch den Dampf.
Methan, Dampfventile machen wir auch. Und Strom haben wir auch. Oh, ja, 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 hol, ja, ja, sicher. Das ist oh, etwas... Entschuldigung. Nee. Jetzt müssen wir durch hier hingehen. Ja, ja. Da habt ihr da recht. So. Ja. Super cool. Alles live, ja? Ja, ja, natürlich, natürlich. Keine Show, kein Fake, sondern echt. Jawohl. Hey, super. Und dann fehlt noch ein Siebträger. Okay. Ja. Als Accessoire. Oh ja, zeig mal genau. Hier, ja. Das ist der Pure-Version und zusammen mit der Plus, der schwarze. Pure ist grau. Ja. Schwarz ist der Plus. Kommt eine sehr basic Accessoire. Okay. Okay. Und ab von der Main-Version kommt dann der Metall-Tamper. Ah, okay. Extra dabei. Okay. Weil das hier ist halt, naja. Ja, nur Eintrichtmodell. So. Okay. Okay, ja, genau. Aber es wird anders sein ab von der dritten Version. Okay. Okay. Und dann zwei Siebträger. Dritte Version heißt? Ab von der Main, weil diese sind die Eintrichtversion, so okay. Pure und Plus. Und dann okay. Kommt der Main. Mein Premium und mein Wut. Okay, also vier Versionen sind es. Ja, ja. Okay. Dann haben wir unser Siebträger und können wir jetzt die Maschine anmachen. Oh yeah, jetzt wird's spannend. Ja. Gucken wir mal. Ja. Das normale Geräusch von der Vibrationspumpe. Ja, ja, ja. Aber dann beim Extraktion wird alles viel, viel leiser. Ja. Wir haben eine Vibrationreduzierung und das ganze Geräusch wird viel, viel ja. Ja, ja. Jetzt beim Anfang muss das ganze Kessel gefüllt sein. Das ist normal, das ja. Ist ein bisschen lauter. Aber beim Maschine benutzen ist das so. Ja, ja. Ja, ja. So. Und dann kommt. Genau. Ja. Haben wir noch genug Wasser drin? Ja, ich ja, ja. Ah, ja. Weil das Kessel ist. Der Dampfkessel ja. Hat ungefähr einen Raum von 0,8 für Dampf. Ja. Das ist gut für sagen wir so, zwei Cappuccinos. Ja. Das ist mehr als genug. Und dann haben wir ein Spiralsystem für Kaffee. Ja. Das in der Kessel sitzt. Das haben wir auf der Messe auf vorgestellt. Der Messe. Ja. Also. Ja, ja, ja. Ja, sehr schön. Das dauert jetzt bestimmt noch ein paar Sekunden. Ja. Dürfte aber bald gut sein, ja. Dürfte bald befüllt sein. Ich fülle gerade noch mal ein bisschen was nach. Damit können wir dann ein bisschen Kaffee machen nachher. Ja? Genau. Herr Markus. Haben wir dann Reserve? Jawohl. Gut. Das von den Abmessungen kannst du da noch was sagen? Breite, Tiefe? Ja, da müssen wir, dann müssen wir. Aber so in etwa 22, 24 Zentimeter? Ja, ungefähr. Und dann Deep ist wie eine R58, ja. Ungefähr, sagen wir so, 44. Ja, okay. Ja, ja, ja. Ja. Okay. Vor allem sieht man es ja hier auch im Vergleich. Ja. Cinquantotto, ja. Stone. Ja. Insgesamt, wir können sagen, dass gegen eine traditionelle R61, das ist die Hälfte. Ja. Ist die Hälfte. Breit. Wow. Okay. Cool. Also ich finde es ja echt schön, dass wir die jetzt so zusammengebaut haben. Und jetzt können wir im Prinzip mal in die Produktion gehen. Dann warten wir 10 Minuten normalerweise. Ja. Die Gruppe ist heiß. Ja. Und dann für Dampf. Wow, die wird jetzt schon heiß. Ja, ja. 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 Geht ja echt schnell. Ja, ja. Geht ja echt schnell. Ja. Cool. Ja. Dampf ungefähr 15 Minuten. Okay. Ja. Super. Also es scheint ja schon mal alles zu funktionieren. Ja. Sehr gut. Hier kommen und ein ja, Kaffee. Super. Molto bene. Molto bene. Ja. Ja. Ja, weiter. Ja. So. Ciao. Gut.
Wow, ja, ein großes R. Hier gibt es etwas neu. Ja. Ja. Die Produktion ist ein bisschen anders geworden. Ja. Wir haben erstmal diese Vertical Lager gebaut und hier kommen erstmal Ersatzteile und Accessoires. Ja. Und in die nächsten Zeiten, aber ehrlich gesagt, ab nächsten Monat fangen wir an auch mit die Pre-Assembly hier zu haben. Okay. Und das ganze Pre-Assembly, Pumpen, Kesseln, ja. Dampfventilen, die kommen, werden erstmal von meinen Kollegen zusammengebaut und dann die gehen in der Vertical Stock. Weil der Pre-Assembly fängt normalerweise 2 Wochen vorher, vor die Linie. Ja. Damit wir haben diese Teile schon fertig. Okay. Und dann nach 2 Wochen diese Teile kommen auf die Linie und die Maschine werden gebaut. Ja. Ja. Ist eine Kanban-System, ist ein bisschen anders. Wir werden dann auf die neue Linie gucken, wie das anders gebaut ist. Vorher als Rocket haben wir immer die Linie voll Maschine gehabt und wir haben das Material dahin gebracht und meine Kollegen sind immer gerannt, sagen wir so, die Maschine zu bauen. Aber jetzt die Maschine wird gebaut in Stellen. Okay. Hier haben wir 3 Stellen, in der neuen System haben wir 5 Stellen, 5 Steps. Ja, das ist gut. Mehr Qualitätskontrolle, das ist klar, weil wir kontrollieren jetzt jeder Komponenten 2-mal. Okay. Einmal, wenn die reinkommen, 2-mal vor, die gehen auf die Linie. Das ist sehr wichtig, damit wir können dann Fehler eventuell finden. Okay, und Wasserkreislauf wird auch getestet, Elektrik wird getestet. Wie immer, wie vorher, das haben wir immer Elektriktests, Wassertest, Drucktest, aber so. Dann kommt eine Erdetest mit Kabelbaumtest. Ja. Und schon vor 1 Jahr haben wir angefangen, eine 4. Stufe, heißt die Maschine, ein Teil von der Maschine wird geparkt, heißt die bleiben für 2 Tage an. Und wir sehen, ob alles genau ist. Wenn etwas auf diese Batch, auf diese Gruppe von Maschine falsch ist, das ganze Gruppe von Maschine kommt zurück. Okay. Und wir gucken, ob alles in Ordnung ist. Ja. Super, wow. Und das ist jetzt super. Wie schaut es mit Verfügbarkeit von Ersatzteilen aus? Ja, momentan, das ganze Situation ist ein bisschen schwierig geworden, sagen wir so. Ist sicher besser als Ende voriges Jahr und Januar, Februar. Aber die Verfügbarkeit ist ziemlich lang momentan. Preise sind klar alle hochgekommen, aber jetzt haben wir ein bisschen mehr Stabilität. April war ein bisschen besser. Okay, aber super. Insgesamt, wir müssen immer denken, vorher haben wir eine 3 Monate Gedanken gemacht. Heute, Edelstahl, Kupfer, müssen wir 10-12 Monate vorher denken. Wow, also statt einem Vierteljahr, 1 Jahr. 1 Jahr, ja. Wir müssen heute kaufen, als Beispiel Kessel oder Ventile für November, Dezember, heute, in Mai. Ja. Und die Preisentwicklung, wie ist die jetzt so? So, eine sehr hohe Entscheidung, Steigerung. Entschuldigung, bis mittlere April. Jetzt ein bisschen mehr stable, sagen wir so. Okay. Aber wir warten leider noch etwas nächsten Monat. Ja. Ich hoffe, das passiert nichts, aber das ganze Situation ist so, weil wir da überall, nicht nur in unsere Produkte. Überall. Ja. Das ganze Steigerung ist ein bisschen kompliziert geworden. Okay. Wichtig ist heute, unserer Meinung, Material in-house zu haben. Ja. Mehr als möglich, okay, damit wir haben keine Überraschungen. Weil das ist wichtig, Material in-house. Okay, also das heißt mehr Investment für das... viel mehr. Ja, fast mehr als doppelte. Moment. Wow. Ja. Okay. Aber wir müssen irgendwie weitergehen. Ich sage immer, wir müssen reagieren. Wir können da auf dem Fenster sitzen und wir müssen etwas machen. Schwierige Zeiten. Ja.
Bei anderen habe ich das auch gehört, Preiserhöhung 5%, 10%. Wie schaut es da aus so? Ja, in die letzte, sagen wir so, nur dieses Jahr beim Kosten liegen wir zwischen 10-12%. Okay. Heißt leider, der Final Price, sagen wir so, ist leider hochgekommen. Und wird steigen. Also der Endverbraucher wird dann irgendwann jetzt auch mehr zahlen. Ja, leider ja. Aber ich hoffe, dass diese ganze Geschichte Richtung Endes Jahr, Anfang nächstes Jahr wird anders sein. Okay. Ja, wir alle hoffen. Ja. Ja. Auch unser Mitbewerber, auch das, die ganzen Kaffee-Familie. Ja, klar. Also keine einfache Zeit mit dieser inflationären Phase. Ja, leider. Ja, ja. Leider ist so. Ja. Ja. Gut. Cool. Gut. Ja. Dann so. Gucken wir jetzt mal, ob wir schon einen Espresso trinken können. Ja. Yeah. Aber ich glaube, dass wir sind nah. So. Ja. Aber jetzt bist du dran. Ich bin kein Experte. Ich auch nicht. Wir sind alle keine Super-Experten. So. Ich nehme gerade mal ein bisschen Material zum Durchspülen. Weil, wenn man jetzt eine genau neue Maschine hat, spült man erst immer ein bisschen. Und ich nehme dazu jetzt halt die Milchkännchen. So, hier beim Kondenswasser natürlich immer ein bisschen höher halten. So, das braucht noch ein kleines bisschen. Ja. Und dann, der Dampf braucht wahrscheinlich noch 3-4 Minuten. Ja, genau. Aber ich glaube, dass. Espresso können wir schon trinken. Ja, versuchen. Ja. Okay, super. Molto bene. So, wichtig ist, dass der Siebträger natürlich warm ist. Ja. Und bei der Mühle vertraue ich einfach darauf. Ja, das schaut gut aus. Habt ihr das mal abgewogen? Wie viel Gramm nehmt ihr da? Ja, 18 hier sind, oder? Ja, ungefähr 17,5. Okay. Oh. Wir haben das heute Morgen gemacht. Ja. Ah, gut geschätzt, okay. Jawohl, jetzt kommt der Level-Part. Das kann man natürlich hier machen mit so einem Level-Temper. Ja. Also dieses Schaufelrad hier ist praktisch der Gleichverteiler oder Leveler. Ja. Kann man hier ja. So und jetzt kann man noch anpressen. Ja, perfetto. Fertig. Jetzt macht man hier natürlich alles sauber. Ja. Kümmert sich jetzt um die Tassen. Jawohl. Gut. Bitte. Okay. Dann können wir sehen. Na, jetzt gibt es mal den ersten Test. Ja. Durchflussrate schätze ich, kann man natürlich dann auch mit so einer Waage von Axaya kann man dann deshalb dann genau bestimmen. Ja, Flow Rate oder so, aber das brauchen wir jetzt nicht zum ersten Mal. Einfach so, um das Ganze kann man natürlich noch entsprechend professionalisieren. Dann würde ich sagen, probieren wir mal. Also Farbe ist gut. Ja. Salute. Salute. Durchflussgeschwindigkeit gut, Geruch gut. Ah, wow. Und Geschmack gut. Ja. Also super. Boah. Gut gemacht, danke. Hey, ich habe da gar nichts groß gemacht. Du hast es gemacht. Ihr habt die Maschine entwickelt und wow. Also ich bin echt begeistert. Ah, und jetzt sieht man, jetzt ist Dampfpower da. Ja. Wow. Und hier, ja, das passt sogar. Also für so eine kleine Maschine echt ordentlich. Ja. Wow.
Super cool. Darf ich mal, habt ihr auch Milch da oder? Oh, jetzt Cappuccino ist ja eher selten, aber ich bin neugierig. Ja, eine Sekunde. Ja, gucken wir mal. Also in der Zwischenzeit sieht man hier, also Kaffee Puck schaut gut aus. Jetzt kein großes Channeling und dann gibt es hier so ein neues Tool, mit dem kann man dann den Siebträger reinigen. Ja, auch Milch. Wow. Was ist das hier für ein neuartiges Reinigungstool? Kommt das ist aus ein Geschenk, ja, ein Geschenk für einen Mitbewerber. Von einem Mitbewerber ist, ja, und die machen dieses System. Aber, das ist ja witzig. Ja. Cool, also nochmal ein Versuch. Und dann Cappuccino machen wir. Ja, mal als Test. Mal. Für so eine Home-Use-Maschine kommt es doch immer ab und zu vor, dass man auch natürlich Cappuccino trinken möchte. Und deswegen bin ich einfach neugierig, wie das funktioniert. Hier natürlich noch einen kleinen Flasch. Ja, richtig. Ja. Also ein kleines bisschen spülen und alles vorbereiten. Ich gehe mal dass du mehr Platz, ja. Und dann gibt es natürlich auch immer verschiedene Kannen zur Auswahl. Ja. Und ich würde vorschlagen, ich mache erstmal hier kurz noch ein bisschen. Ja. So. Darf ich helfen? Ja. Oh, das ist schon okay. So. Sehr gut. Super. Und jetzt die Milch ist, kann man dazu irgendwas sagen? Ist eine Vollmilch. Ja, und 100% Italiano. Italiano. Ah ja. Wow, das ist natürlich wichtig. Jawohl. So, man sollte natürlich nicht zu viel in die Milchkanne reinmachen, aber wichtig ist einfach alles vorbereiten und dann kann man gar nicht so viel verkehrt machen. So, und jetzt probiere ich einfach mal. Also wenn man natürlich zu hoch ist, passiert das wie eben. Das sieht man dann hier bei den groben Blasen, dass ich praktisch zu hoch war. Aber das ist natürlich jetzt immer Experiment. Und dann, wenn es heiß wird, hört man halt irgendwann auf. Ja. Und das ist jetzt einfach halt Try and Error. So, jetzt ändert sich der Sound. Jawohl. Und dann hört man einfach mal auf. Ja. So, jetzt bin ich mal gespannt, ob ich da was hinbekomme. Ja. Nochmal nachdampfen. Ja. Ne, schaut fast ein bisschen flüssig aus. Ich glaube, da brauche ich noch etwas Übung. Aber wie gesagt, von uns ist ja keiner jetzt ein wirklicher Barista-Meister. Aber das ist auch egal. So, dann hier, also Crema schaut schon mal sehr gut aus. So, kann man ein kleines bisschen reingeben. Bisschen verteilen. So, jetzt gucken wir mal. Ja, ist etwas zu dünn, sieht man da. Ja. Muss ich jetzt noch einen Versuch starten, okay? Also einen Versuch habe ich noch, das war jetzt einfach zu dünn. Und jetzt nehme ich mal die kleine Kanne. Jetzt haben wir schon gesehen, wie man es nicht macht. Aber das ist ja gar kein Problem, nein, oder? Nein. Nur wer nichts macht, macht keine Fehler. Richtig. Richtig. So sehe ich das einfach. Und jetzt klingt das Ganze schon etwas besser. Also auch vom Sound schon anders. Und man muss einfach, wenn man so ein Gerät jetzt neu hat, muss man sich erstmal ein bisschen damit anfreunden. Ja. Und das ist einfach so. Von daher einfach keine Angst haben. Das ist schon mal wichtig. So. Wow,
sieht super aus. Jetzt. Oder? Jetzt sieht man schon, das hier war von mir vergurkt und das ist besser. Also das ist einfach perfekt jetzt nicht. Gar kein, also einfach keine Furcht haben, okay, das ist, es ist noch kein Barista vom Himmel gefallen, so kann man das einfach sagen. Jetzt geben wir auch hier wieder einen kleinen Schluck rein, verteilen das Ganze. Die richtigen Freaks, die kommen dann Ende Juni. Ja, ja. Jetzt ist super. Ja, das ist natürlich der Unterschied, oder? Zwischen, also hier völlig vergurkt, First Attempt und Second Attempt. Also wie man sieht, ja, das ist einfach eine Frage der Übung und da darf man sich auch, soll man sich nicht genieren, wenn es mal nicht klappt, oder? Absolut, absolut. Wem dürfen wir das anbieten? Ma, gute Frage. Georgia? Georgia, ja. Oder? Georgia, fragen wir mal. Ja, Georgia, possiamo fare un cappuccino. Per favore, per te. Allora, Stefano. Okay, vabbè. Okay, cool. Niente, vabbè. Sehr gut. Ja, weil ja, wir sind die Espresso-Freaks. Ja, richtig. Ja, ja. Hey, Daniele, opa geil. Wow, super cool. Das hat jetzt richtig Freude gemacht. Und noch was, einen habe ich noch. Ja. Am 28. Juni. Ja. Da können wir uns vielleicht dann wiedersehen in Lindau bei mir im Studio. Ja. Machen wir dann einen kleinen Event. Und mehr verraten wir jetzt noch nicht. Wir sagen gar nichts. Aber, nee, eventuell sieht man das eine oder andere Maschinchen, okay? Ja, richtig. Ja, okay. Tschüss. Ciao. Ciao.